Hallo und herzlich willkommen zurück zu GTA 5 oder Grand Theft Auto 5. Ich bin der Firestorm LP und willkommen zurück zu meinem Let's Play. Ja, wir haben das letzte Mal ein wenig gespielt. Haha, wer hätte es gedacht? Wir haben nämlich das letzte Mal, was haben wir gemacht? Genau hier an dieser Brücke oder an diesem Kanal, Dings, Scheiße, haben wir jemanden verfolgt, nämlich den von Fame or Shame. Den guten alten Herrn, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Es ist schon ein bisschen länger her, seit ich das letzte Mal gespielt habe. Ist ja auch egal. Jedenfalls haben wir den verfolgt, ein bisschen fertig gemacht und so. Hat auch verdient, finde ich. Und somit kann man eigentlich nur sagen, ja, good job und so. Ja. Ja, ja, was wollte ich sagen? Genau, wir machen einfach weiter. Ich habe seit längerer Zeit nicht mehr gespielt, deswegen muss ich erstmal die Steuerung gucken und ich weiß gar nicht, wo wir genau sind. Genau, wir müssten mit dem Federal Investigation Bureau reden, dem FIB. Und ich denke, das machen wir auch. Da habe ich gerade einen Anruf gemacht mit Michael hier, dem guten alten Michael. Lester ruft an. Okay, gehen wir mal ran. Hey, Lester. Mike, hey, I'm transferring your cut of the jewel store take to your account. Madrazo's already got the house money, so you can rest easy there. Ah, thank God for that. Boah. Schöne Simpson. 756.800 irgendwas. Ich würde mal behaupten, das ist ordentlich Geld. Ich würde mal behaupten, wir brauchen ein Auto. So, besorgen wir uns eins. Just a car, meine Rede. Schönes Auto, ich kenne mich jetzt nicht so mit Autos aus. Deswegen kann ich jetzt nicht so viel sagen. Es gibt ein paar Leute, die ich kenne, die können hier sagen, ah, hier, das ist er. Können an dem Geräusch erkennen, was das für ein Motor ist und so weiter. Ich habe keine Ahnung von dem Scheiß, ja. Aber ich kenne Leute, die sind da richtig interessiert drin. Aber naja. Ihr habt, denke ich, auch Freunde, die sowas haben. Maze Bank, ein neuer Kontoauszug liegt für sie bereit. Okay, ein Kontoauszug. Bereit, auf ihrem Konto wurde eine Überweisung von Coimin Offshore PLC verbucht. Hier der Link zu ihrer aktualisierten Umsatzanzeige, die ihr überweisen möchte. Weisen möchte ungenannt bleiben. Ansehen bitte. Echt? Ja, Lester Crest. Mhm. Und unbekannt bleiben. Ist klar. Oh naja. Habe deine Zahlung endlich erhalten. Das Haus wird schon bald wieder in seinem alten Glanz erstrahlen. Es gefällt mir, dass du zu deinem Wort stehst. Martin Madroso. Steh mal zu meinem Wort, mein Freund. Zwangsweise musste ich das jetzt hier bezahlen. Geplant von mir war es auf jeden Fall nicht. Naja, jedenfalls fahren wir jetzt auf jeden Fall zu diesem Federal Investigation Bureau. Ich habe gerade außerdem die Waffe gezückt. Wenn ich mal reingucken, was ich so für Waffen im Moment habe. Naja, egal. Macht auf jeden Fall Spaß, wieder ein bisschen GTA zu zocken. Jetzt allein schon in den ersten Minuten. Ich hatte auch nicht sehr viel Zeit, jetzt aufzunehmen, aber ein bisschen, denke ich schon. So ein Stündchen vielleicht, so ungefähr. Dürfte schon drin sein. Und da ich ja doch überhaupt noch nicht weit in GTA 5 bin, ja, also ein bisschen schleifen lassen, aber ich will das jetzt wieder in Ordnung bringen, ein bisschen mehr Let's Playen. Ja. Das ist natürlich ein geiles Auto hier vorne.
Aber ich denke, das brauchen wir nicht. Tut mir leid, ich hätte nur das Auto ein bisschen zerschrottet. Egal. Das brauchen wir aber nicht aus. Denke ich nicht. Denn das Auto haben wir auch nur geborgt. Freundlich besorgt. Also freundlich geborgt. Der Eigentümer hatte nichts dagegen. Meiner Seite. Meiner Seite zumindest aus nicht. Ich bin ein sehr schlechter Fahrer, ich weiß. Wow. Ich schaue jetzt erstmal auf den ersten Parkplatz. Alles klar, dann laufen wir mal. Ja, ist in Ordnung. Wollte gerade nur gucken. Wir haben jetzt alle drei Leute freigeschaltet, die man freischalten kann. Beziehungsweise die man spielen kann. Kann man hier durch? Kann man nicht. Ja, jetzt chill mal. Dann gehen wir mal außen rum. Was für... Was war das? Aber die Ausdauer haben wir verbessert, das ist schon mal was. Dann gehen wir mal hin. Gehen wir hier mal, reden wir mit Dave, glaube ich heißt er. Vom Federal Investigation Bureau. Bin gespannt. Bin eindeutig gespannt, was er zu sagen hat. Weil Davey, how you doing? About as good as can be expected. But the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, seriously, you're imagining things. Fuck you. All right. I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? You called it. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if, no, when he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. Yeah, no shit. We're in it. Together. So, if your problems are my problems, then I guess that means that my problems are sort of your problems. Nope. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because you and I both know we can't let it go to shit now. What do you need? This guy, Ferdinand Karamov. The agency claims he's dead. We at the Bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So? Apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Those agency fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. So how the hell am I gonna get in here? Well, you've played dead before, haven't you? I have always kind of liked you. Call me when you wake up. I'll tell you what to do. Na, super. Geil, jetzt können wir erstmal schön in, ja, als Leiche durchgehen, ne? What we got? John Doe, white male, overweight, in his late 40s, possible coroner. Let's take a peek. The fat deposits on his hips and abdomen suggest a fondness for bleeder burgers. We're probably about to find one in his gut, still in its wrapper. Right next to the bottle of scotch and pack of redwoods. See the broken capillaries around the nose?
alcoholic. I wouldn't take any bets on the state of the liver. We still think 40s? Takes a toll. He's an advert for clean living. Note the discoloration of the teeth and the fingers. Smoker. Pack a day, I'd say. Probably cigars, too. Guy was going like there was no tomorrow. Yeah, he's got that right. Some people think they're immortal. Till you get chest pains pumping away at your mistress. Lucky girl having this thing on top of her, huh? She was probably relieved when he bought it. Ah! Oh, Jesus! God! Back from the dead, motherfucker! Come out! Hands in the air! Come on. Might be in the other room. Out of there! Give it up! That don't look right. Guck mal bei dem anderen nach. Guess you can't judge a corpse by its toe tag. I found the toe tag. Ferdinand Karamov. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. You! Freeze! Hands up! Once today. Okay, Essen haben wir schon mal. Carry on with your business. So, die hätten wir schon mal. Trust me, I'm not interested in the truth. Nimm doch wieder die Pistole. So. It's all a big misunderstanding. Jesus Christ. Fuck. So. National security. You absolute moron. This the way out?
Shit! Need to take the stairs. Okay, wir müssen die Treppen nehmen. Michael, deine Waffen sind in einem schwarzen Müllsack im Beweismittelraum im obersten Stock. Danke. No one comes in or out. Okay, wir müssen noch höher. Carry on with your business. Stay right. Immer schön nachladen. Okay, komm. Jetzt haben wir auch unsere Waffen wieder. Unser schöner AK wieder. Wir haben uns auch unsere Waffen wieder geholt. Gehen wir mal kurz in alle Räume. Auch wirklich alles haben. So. Aber die ganze Munition aufheben, so gut wie, so zumindest so gut es geht. Konnte sich doch mal in GTA 4 zumindest immer so Getränke holen, um das Leben wieder aufzufüllen. Was war das denn? Ja, okay. Schön Blumen, Alter. Naja. Gehen wir weiter, machen uns hier vom Staub. Aus dem Staub. Aus dem Fenster hier. Nicht wehgetan oder so.